Willkommen bei Anderswohin. Mein Name ist Uli. In diesem Video machen wir eine Zeitreise zum Kyffhäuser. Wir reisen rund 25 Jahre zurück ins Jahr 1994 und schauen, wie es am Kyffhäuser-Denkmal damals ausgesehen hat. Der Kyffhäuser, der liegt hier südlich vom Harz, nahe der Stadt Bad Frankenhausen in Thüringen. Und so sieht der Kyffhäuser, also die Reichsburg, mit Denkmal von oben aus. Hier haben wir die Parkplätze mit Restaurant. Der kleine Kreis ist die sogenannte Vorburg, die besteht aus Ruinen. Und der große Kreis mit dem Denkmal und dem Burgturm, das ist die Oberburg. Das ist der Parkplatz 1994. Geben tut's den schon seit 1929. Er ist gut gefüllt. Der Kyffhäuser war damals schon ein Top-Ausflugsziel und ist nach dem Völkerschlachtsdenkmal in Leipzig und dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Porta Westfalica das drittgrößte Denkmal in Deutschland. Umgangssprachlich meint man mit der Kyffhäuser die Ruinen der Reichsburg Kyffhausen, die am Ende des 19. Jahrhunderts durch das Kyffhäuser-Denkmal zu Ehren von Kaiser Wilhelm I. ergänzt wurden. Wir sind jetzt hier 1994 in der Unterburg. Die wurde in den 30er Jahren freigelegt und zum Teil neu aufgemauert. Die besteht aus Fundamentresten von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden und einer Kapelle. Hier hat schon früh eine Burganlage gestanden. Im 12. Jahrhundert, da begann man mit dem Bau der Reichsburg. Die wurde fertig unter Friedrich I. Barbarossa. In der Pfalz Tilleda, die liegt hier gleich am Fuß des Berges, da hat Kaiser Barbarossa auf jeden Fall ein paar Mal übernachtet. Ob er jemals hier auf der Reichsburg gewesen ist, das ist umstritten. Aber egal, Kaiser Barbarossa hat eine besondere Beziehung hier zu dieser Burg. Immerhin soll er ja hier irgendwo im Berg schlafen und das Denkmal ihm zu Ehren, das werden wir gleich noch sehen. Jedenfalls hatte im 12. und 13. Jahrhundert diese Reichsburg hier ihre größte Bedeutung. Ja, und dieses Schild, das zeigt es hier schon, aus der Unterburg, wenn man da hochschaut, da guckt man aufs Kyffhäuser-Denkmal. Ja, und von der Unterburg, da führte damals wie heute der Fußweg hoch zur Oberburg. Heute kann man diese Strecke auch in den Ferien und am Wochenende, zumindest im Sommer, auch mit einem Shuttlebus fahren. An der Oberburg, da kommen wir auf diesem Plateau an, wo das Denkmal steht. Für das Denkmal wurde übrigens ein Teil der Burg zerstört. Das Denkmal ist übrigens 81 Meter hoch. Unten im Sockelbereich, da sieht man die aus Sandstein gemeißelte Figur von Kaiser Barbarossa. So sieht sie heute aus, kommt mir etwas frischer vor wie vor 25 Jahren. Nach dem Tod von Kaiser Wilhelm I. 1888 hat man an vielen Orten Denkmäler zu Ehren von Kaiser Wilhelm aufgebaut. Das Kyffhäuser-Denkmal ist eines der größten und bekanntesten für diesen Kaiser. Über Kaiser Barbarossa, da steht ein 11 Meter hohes Reiterstandbild, das zeigt Kaiser Wilhelm I. Oben auf dem 57 Meter hohen Turm, da ist dann eine Kaiserkrone, das ist ein Aussichtspunkt, man kann 250 Stufen dort hochklettern und hat dort oben eine klasse Aussicht. Bis hierhin, wir schauen jetzt hier runter in die Grotte mit Barbarossa, hat sich in den letzten 25 Jahren nicht viel verändert. Zwischen 1994 und 2014 wurde das ganze Denkmal hier mit einem Aufwand von 14 Millionen Euro saniert. Da keine Veränderungen hier auffallen, heißt das, man hat sehr sorgsam ausgebessert und restauriert. Ja, und hier schauen wir vor 25 Jahren im Burghof runter in den Burgbrunnen. 176 Meter ist der tief. Das ist einer der tiefsten Burgbrunnen in Mitteleuropa. Ja, und so sieht dieses Gebiet um den Burgbrunnen heute aus. Man hat hier einige Informationstafeln auch aufgebaut, damit man das Ganze hier besser versteht. Es gibt hier auch eine virtuelle Fahrt mit Hilfe von einem Film runter auf diese 176 Meter Tiefe. Ja, damals wie heute, da steht gleich neben dem Brunnen ein kleines Museumsgebäude. Das ist nur ein Raum. Damals stand hier das Modell der Reichsburg drin. Und so sieht es hier heute aus. Ob das noch das gleiche Modell ist wie 1994, das kann ich nicht sagen.
Aber an den Wänden ringsrum, da hängen viele Infotafeln und Schautafeln, die einen sehr guten Überblick über das Ganze hier geben. Jetzt schauen wir mal über diese ganze Oberburg. Und das ist hier der Bereich, der sich wirklich in den letzten 25 Jahren verändert hat. Nicht nur der Burghof, sondern auch da hinten der Barbarossa-Turm. Hier im Burghof, da ist auf jeden Fall ein Selbstbedienungsrestaurant hinzugekommen, dazu auch ein Museumsshop und ein Spielplatz. Ja, der Baukran hier im Mai 1994, der hat es verraten, da wurde nämlich der Barbarossa-Turm restauriert. Der Barbarossa-Turm, das ist eigentlich der Bergfried dieser Reichsburg hier, der soll mal eine Höhe von 30 Meter gehabt haben. Ja, und so sieht der Barbarossa-Turm heute aus. Da gibt es Treppenstufen hoch, Holzplanken führen zu einer Holztreppe. Die führt außenrum am Turm lang. Oben von diesem Balkon, da kann man dann reingehen in den Turm. Und hier befindet sich heute eine Ausstellung mit Schautafeln an den Wänden. Das ist der Barbarossa-Turm 1994. Sieht heute ganz anders aus. Und von hier oben hat man auch einen wunderschönen Ausblick in die Landschaft. Ja, und da hinten, da liegt unser nächstes Ziel. Das ist nämlich die Pfalz-Tille da. So hat der Parkplatz der Ausgrabungsstätte vor 25 Jahren ausgesehen. Und so sieht es heute da aus. Diese mittelalterliche Königspfalz, die war vor 25 Jahren und ist heute Freilichtmuseum. Es hat sich hier inzwischen einiges verändert. Das ist übrigens die einzig vollständig ausgegrabene Pfalz in Deutschland. Wenn man oben auf dem Hügel angekommen ist, dann ist man in dieser Pfalz drin. Das hier ist der Eingangsbereich 1994. Damals standen hier diese Häuser auf der linken Seite. Ein Eingangstor gab es nicht. Inzwischen gibt es dieses Eingangstor. Ab 900 war hier eine Pfalz, das heißt, das ist also der Königssitz gewesen, bevor die Reichsburg existierte. Wir sind jetzt hier in der Unterburg, hier sind die Wohnhäuser, 180 Stück sollen es wohl gewesen sein. Einige davon sind wieder aufgebaut, das war auch schon vor 25 Jahren so. 1935 hat man hier mit den Ausgrabungen begonnen, 1958 wurden die weiter fortgeführt und ab 1979 hat man hier den Rest der ganzen Anlage ausgegraben. Seit 2001 ist das hier offiziell ein Freilichtmuseum. Da geht es rein in die Oberburg. So sah das vor 25 Jahren aus und so sieht es heute aus. Die Oberburg, das ist jetzt der Bereich, wo der König oder Kaiser sich aufgehalten hat. Kaiser Otto II., Otto III., Konrad II. Und Heinrich III., die sollen hier zu Gast gewesen sein. Und so sah die Stelle aus, wo die Palasthalle gestanden hat vor 25 Jahren. Und so hat man sie heute hergerichtet. Das sind jetzt weitere Wohngebäude, die hier in der Oberburg gestanden haben. Man hat zumindest die Grundmauern etwas aufgemauert. Das hier ist auch so ein ganz interessanter Bereich. Das ist eine Kirche oder Kapelle. Ich glaube nicht, dass das Skelett in dem Grab damals vor 25 Jahren echt gewesen ist. Heute hat man die Mauern der Kirche ein wenig hochgezogen.
So, das war dann die Zeitreise zum Kyffhäuser und zur Pfalz-Tilda. In diesem Sinn, tschüss.